So Leute, was machen wir heute? Wir machen heute die Grundlage aller Fonds und das ist die Gemüsebrühe. Und daraus machen wir dann noch ein bisschen so ein dreierlei Fonds: Hähnchen, Rind und natürlich die Gemüsebrühe. Und wie wir das machen und was wir dazu brauchen, bleibt dran, dann zeige ich es euch. Und noch ein gesundes neues Jahr euch allen. So Leute, und das brauchen wir alles dazu. Guckt mal an hier. Auf jeden Fall Möhren. Da sind bloß drei, die liegen jetzt zur Show da. Ich weiß noch nicht, wie viel ich nehme. Also fünf wären es bestimmt. Dann habe ich hier Petersilienwurzel. Dann guckt man hier rein. Da habe ich ungefähr einen Esslöffel Pfefferkörner, fünf Pimentkörner und einen Teelöffel Kümmel. Alles im Groben lassen, weil wir das nachher ja aussieben und da lässt sich es besser aussieben. Da hast du nicht dieses Stückchen mit drin oder sowas, ne? So. Salz ist klar. Knollensellerie. Mindestens zwei Gemüsezwiebeln mit Schale, ne? So. Dann habe ich hier, eins, ich muss selber zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Knobizehen. Frühlings- oder Lauchzwiebel. Und Porree. So, den habe ich jetzt hier in der Mitte schon aufgeschnitten, dass ihr das sehen könnt, ne? Weil da lässt er sich besser auswaschen und da ist immer mal ein bisschen Dreck drin und sowas. Jetzt habe ich auch gesehen, hier draußen ist er noch nicht so ganz sauber, muss ich nochmal nachputzen. Ja. Und viel Wasser. Und jetzt schnippeln wir uns das ganze Zeug mal zusammen, wa? So Leute, Schnippelei. Ganz einfach. Ein Knobi, halt, da habe ich falsche Messer. Brauchen wir ein bisschen breiteres. Machen wir einfach ganz einfach. Guck dir hier. Zack. Alles mit Schale, ne? Zack. Zack. Brauchen wir heute auch kein schnelles Video machen, ne? So. Alles in die Schüssel rein. Gleich hinterher Petersilienwurzeln. Ich würde sie immer nicht ganz so groß lassen. Und zwar bin ich der Meinung, wenn du die ein bisschen kleiner schnibbelst, aber dass du noch schön aussieben kannst, geben die halt mehr Geschmack ab. Als wie wenn du da solche großen Klumpen drin hast. Ne? Hier wie sowas hier, die kannst du noch mal halbieren. Möhren. So, alles in der Größe. Also ich habe jetzt mich doch entschieden. Ich hoffe, wir machen gleich nicht gleich im Live Fingercut. So. Ich habe jetzt mich doch entschieden, 5 Möhren zu nehmen, weil es ja doch eine beträchtliche Menge an Wasser, was wir dazu haben. Sehe das. So. Die Zwiebeln, bloß einen Strunk ab. Einmal in der Mitte durch, hier nochmal durch. So. Mit Schale rein, fertig. So, dann haben wir, nehme ich erstmal zweimal den Staudensellerie, also den Porree. Der ist jetzt schon in der Mitte offen, ne? Da braucht ihr den jetzt bloß noch in Stücke schneiden. Zack, zack. Das wird alles in die Schüssel. Riecht schon jetzt wieder gut.
kennst schon auf der Bämme. So, Lauchzwiebeln. Hier, das verkammelt, das macht einfach ab. Was jetzt aber auch nicht schlimm wäre, wenn er das mit kocht. Das ist nicht das Problem. So. So, und immer dran denken, wie auch beim Porree, die Wurzeln behalten, steckt es euch in den Dings, in den Blumentopf mit ein bisschen Blumenerde, immer schön gießen, habt ihr immer frische Lauchzwiebeln. Frühlingszwiebeln, Lauchzwiebeln, wie auch immer. So, und jetzt haben wir noch einen Knollensellerie, den habe ich zwar gewaschen, aber ja, das hier unten, das ist mir mit der Wurzel da dran, da weiß ich immer nicht, ob ich den ganzen Dreck raus habe und den will ich auch nicht drin haben, das schneide ich einfach weg. So, sieht das aus. Den werden wir uns einfach mal ein Stückchen, ich brauche hier nämlich nachher noch ein bisschen was von restlichen Fond. So. Und dann schneiden wir uns das grob das noch weg. So, so. Hier nochmal durch. Hier nochmal durch. So. Schneiden. So, fertig, das war's schon. So Leute, jetzt haben wir es alles im Topf drin, die Würze sind auch schon drin. Salz machen wir erst, wenn das Wasser kocht, weil Salz, ihr wisst ja, Salz erhöht die Siedetemperatur des Wassers. So, und die ganze Menge, ich habe jetzt glaube ich, ich weiß nicht, was in dem Topf drin ist, aber ich glaube so 6 oder 7 Liter Wasser sind auf jeden Fall mit drin. Und deshalb auch die ganze Menge an dem Zeug, was wir alles jetzt hier drin haben. Und das lassen wir jetzt mal so lange kochen, bis ich denke, dass es fertig ist. So Leute, jetzt machen wir den Ansatz hier für unseren Rinderfond. Wir machen ja dreierlei Fond. Und zwar habe ich da jetzt hier ein schönes Stückchen Ochsenschwanz. Das kommt mit rein. Und 3 Markknochen. So. Die packen wir erstmal hier rein und dann habe ich noch, warte, meine Zwiebeln hier. Ich finde meine Zwiebeln nicht mehr. So, dann habe ich noch eine halbierte Gemüsezwiebel. Und die packen wir auch erstmal mit rein. Das lassen wir jetzt alles scharf anbraten. So Leute, guckt mal hier, so sieht das scharf angebraten aus. Also die Zwiebel kann wirklich schwarz sein. Ne? Das muss so. So. Jetzt hauen wir hier wieder ein bisschen Gemüse noch mit rein. So, alles was vorher der Rest war, ne, das hauen wir jetzt hier mit rein nochmal. Lassen das auch jetzt mal ein bisschen mit anbraten. So. So Leute, wie gesagt, bei der Rinderbrühe kann das ruhig ein bisschen ordentlich Röstaromen bekommen, weil das ja doch immer eine sehr kräftige Brühe wird. Ne? So, aber das reicht jetzt vollkommen aus. Und da hast du auch ein bisschen mehr Röstaromen dran. Röstaromen! Grüße an die Sachsenkönner. So, so sieht das aus. Und jetzt löschen wir das einfach mit Wasser ab. So. Und das lassen wir jetzt aufkochen.
So Leute, unseren dritten Fondansatz, den wir haben, ist natürlich dann auch Hähnchen. So, habe ich jetzt so aus hier, habe ich jetzt so ein paar Hähnchenschenkel. Die werde ich jetzt einfach bloß mal kurz mit der Hautseite ein bisschen anbraten. Viel mehr machen wir dann nicht. Also jetzt nicht großartig da irgendwelche Ruß. Gut aus. So, jetzt haben wir es die ganze Zeit auf der Hautseite brennen lassen. Gemüsetropf. Also das restliche Gemüsetropf. Und dann gleich mit Wasser aufgießen. Und auskochen lassen. Das könnt ihr ruhig so richtig auskochen lassen, dass das Hähnchen so richtig fast vom Knochen abfällt. Also so richtig zerfallig. Ja, dann warten wir ab, was passiert. So Leute, unser Gemüsefond ist fertig. So, pass auf. Und den sieben wir jetzt aus. Jetzt werden wir wohl nicht viel sehen. Ich sehe auch nicht. Der hat sich natürlich deutlich reduziert, weil ich ja die Hälfte von dem Gemüsefond noch auf den Rinderfond und den Hähnchenfond verteilt habe, also aufgegossen im Grunde genommen, dass wir den an den Rinder- und Hähnchenfond nicht nochmal würzen müssen. So, dann haben wir fertig. Sieht doch gut aus, oder? So, jetzt nehmen wir den. Mach den hier in den Becher rein. Ups. So. Und jetzt verteilen wir das auf die Gläser. So, die Gläser habe ich vorher desinfiziert, ne? Also hier mit heißem Wasser abgekocht. Zack, rein. Deckel drauf. Richtig drauf. Warte, kurz wischen. Ja, jetzt kommt nämlich noch der Clou. So. Glas rumdrehen. Um zu gucken, ob es dicht ist. Ist dicht. Und das machen wir jetzt mit allen. So Leute, hier haben wir meine Ausbeute. Ihr dürft natürlich auch das Beschriften nicht vergessen. Ne? Ich habe hier vier große Gläser Rinderfond. Dann 3,5 Gläser Hähnchenfond. Und dann habe ich hier nochmal 5 Gläser Gemüsefond. So, das ist der Ausbeute. So, wenn euch mein Video gefallen hat, ihr wisst, abonnieren, liken, kommentieren und dann viel Spaß beim Nachmachen und schreibt mal rein, ob es so geworden ist oder nicht, ne? Eure Barbecue-Sachse.